Hey, da gibt es einen Typen in der Bibel, der heißt Hosea. Und Hosea war kein ganz normaler Typ, sondern er war ein Prophet. Und zu der Zeit, als Hosea lebte, zur Zeit des Alten Testaments, Altes Testament ist die erste Hälfte in diesem dicken Buch, das wir die Bibel nennen. Und zu dieser Zeit lebte Hosea und zu dieser Zeit war es, wenn man ein Prophet war, war es was ganz Besonderes, okay? Hosea war nicht irgendwie ein gewöhnlicher Typ, sondern Hosea war ein auserwählter Typ im Volk Israel. Hosea war Prophet. Das hieß, alle Menschen haben ihn geachtet. Viele Menschen kannten ihn. Wenn Hosea über die Straße lief, kannten die Menschen ihn. Wenn Hosea über die Straße lief, wollten Leute Autogramme von ihm haben, wollten von ihm berührt werden. Er sollte für Menschen beten. Hosea war ein bekannter Typ im Volk Israel. Er war so eine richtige Celebrity. Er war so ein Juri Friesen, okay? Hey, wenn Juri durch die Straße läuft, Alter, Menschen wollen von ihm berührt werden. Menschen wollen Autogramme haben. Natürlich auch von Mia. Mia ist eh viel schöner. Hey, oder? Aber Hosea war so ein Typ, okay? Man kannte ihn. Prophet. Und eines Tages, wie es so Propheten, für Propheten üblich waren, Propheten waren besondere Menschen damals, weil Gott hat sie auserwählt, um zu ihnen zu sprechen. Sie waren quasi das Sprachrohr von Gott zum Volk Israel. Und dann eines Tages redet Gott zu diesem Hosea. Und er sagt zu diesem Hosea was völlig Krasses, womit Hosea niemals gerechnet hätte, okay? Er hat sich viel denken können und Gott hat ab und an zu ihm geredet, aber Gott spricht einfach nur eine ganz, ganz krasse Sache zu Hosea. Er sagt zu Hosea, Hosea, ich möchte, dass du ins Rotlichtmilieu deiner Stadt gehst. Ich möchte, dass du in den Bezirk gehst, wo die Puffs sind. Und ich möchte, dass du da nicht einfach nur so reingehst, sondern ich möchte, dass du dort dir eine Frau suchst, die du heiraten sollst. Und Hosea hört es und er denkt sich, Gott, ist das dein Ernst? Habe ich gerade richtig gehört? Meinst du das wirklich ernst? Und Gott sagt, hey Hosea, ich will, dass du in das Rotlichtmilieu deiner Stadt gehst, Jerusalem gehst, dass du dir dort eine Frau suchst. Auf gut Deutsch sagt Gott zu Hosea, Hosea, ich möchte, dass du eine Bitch heiratest. Wie krass ist das? Wie crazy ist das? Hosea konnte es gar nicht glauben. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, er, der angesehene Typ, würde niemals nur einen Fuß in diesen Bezirk, in seiner Stadt setzen. Niemals. Und jetzt kommt dieser Gott nachzulesen in Hosea und er sagt zu ihm, Hosea, ich will, dass du eine Bitch heiratest. Dass du eine Prostituierte heiratest. Und Hosea ringt mit sich selbst und ich kann mir vorstellen, wie er innerlich kämpft und wie er sich denkt, Mann, was werden die Leute über mich sagen? Wie kann ich das nur machen? Und schließlich ringt er sich durch, er ist gehorsam und er geht. Und er sucht sich diese Frau, eine Frau namens Goma. Und er nimmt diese Frau mit sich nach Hause, sie heiraten und sie bekommen Kinder, 1, 2, 3 Kinder. Und während sie so zusammen leben und Hosea Zeit mit Goma verbringt, beginnt er tatsächlich sie zu lieben. Er beginnt sich in sie zu verlieben. Hey, sie ist die Mutter seiner Kinder. Er sieht sie jeden Morgen. Sie schläft in seinem Bett. Sie sehen sich, sie haben Gemeinschaft. Sie haben sowas wie eine Familie. Und es ist eine kostbare Beziehung, die entsteht zwischen diesem Hosea und dieser Goma, der Mutter seiner Kinder, die damals diese Prostituierte war, die er geheiratet hat. Und die Jahre vergehen und die Beziehung wird immer besser, immer enger. Und eines Tages wacht Hosea auf und er schaut auf die linke Seite, da wo seine Frau normalerweise im Ehebett schläft. Und er guckt rüber und sie ist nicht mehr da. Und er denkt sich, was soll es, es ist noch früh am Morgen, vielleicht ist sie losgegangen, um Semmeln zu holen gegenüber beim Netto. Sie wird schon wiederkommen und er wartet eine Viertelstunde und seine Frau kommt nicht wieder. Die Kids bekommen langsam Hunger. Hosea denkt sich, ja, ich habe noch nie irgendwie Haferflocken und Bananen zusammengemischt, aber er beginnt ein Müsli für die Kids herzustellen, okay? Und die Kids essen es widerwillig und er schickt sie in die Schule und er denkt, hey, es ist komisch, wo ist meine Frau hin, aber sie wird schon wiederkommen. Sie ist vielleicht was einkaufen, vielleicht hat sie sich verquatscht mit irgendeiner Freundin
aus der Straße, sie wird schon wieder kommen. Und es wird Abend und es ist immer noch keine Gomer in Sicht. Und Hosea beginnt sich langsam richtig Sorgen zu machen. Er geht zu den Nachbarn, beginnt an die Türen zu klopfen und fragt, hey, hast du Gomer gesehen? Hast du Gomer gesehen? Und die Nachbarn können ihm nicht helfen, sagen alle, hey, nee, sorry, Hosea. Hab sie nicht gesehen. Und Hosea ist ziemlich unruhig, die Kids sind unruhig, fragen nach Mama, aber er kann ihnen keine Antwort geben. Wir legen sich schlafen. Und Hosea betet instinktiv, dass sie am nächsten Morgen wieder da sein wird, dass alles beim Alten sein wird, dass sie ihre liebevolle Beziehung weiterführen können, dass diese Familie weitergeht und er betet und der nächste Morgen kommt und das Bett ist immer noch leer und seine Frau ist immer noch nicht da und die Kinder beginnen zu weinen und fragen nach Mama. Papa, wo ist Mama? Und er kann ihnen keine Antwort geben und in ihm zerreißt das Herz. Weil er dieselbe Frage hat, wo ist Gomer? Und so langsam, nach einigen Tagen, beginnt so dieser Gedanke, den er am Anfang weit, weit weggeschoben hat, weil er ihn gar nicht denken wollte, Raum zu fassen in seinem Kopf. Kann es wirklich sein, dass diese Gomer sich entschieden hat, ihre kostbare Familie, ihre Beziehung, seine Liebe hinter sich zu lassen und zurückzugehen, da wo sie herkommt, zurück zu den Freiern, zurück ins Bordell? Kann es wirklich sein, dass Gomer ihre Familie verlässt, um dorthin wieder zu gehen? Ist es möglich? Und Hosea kann es kaum denken. Ihm zerreißt der Kopf und ihm zerreißt das Herz. Und er wartet noch ein paar Tage und schließlich beginnt er, auch dort zu suchen. Und er beginnt, dieser angesehene Mann, der es nicht nötig hat, in dieses Milieu zu gehen. Dieser angesehene Mann beginnt ein zweites Mal seine Schritte in dieses Bordellviertel zu setzen. Und die Typen, die dort sind, die sehen ihn und denken, hey, was ist das? Ist das nicht Hosea? Was macht dieser heilige Typ dort? Was macht dieser Hosea dort? Und der andere hat schon gehört, hey, hast du nicht gehört? Hosea sucht seine Frau. Hosea sucht seine Frau. Und Hosea kommt zu den Typen hin und sagt, hey, sorry, aber hast du meine Frau gesehen? Habt ihr meine Frau gesehen? Und die Typen fragen, hey, Hosea, was machst du hier? Nein, wir haben deine Frau nicht gesehen. Und Hosea läuft weiter und er klopft an die Tür in der Bordell und er redet mit den Zuhältern und fragt, hey, habt ihr Gomer gesehen? Und keiner kann ihm helfen. Schließlich trifft er einen Mann und er fragt ihn, hey, hast du meine Frau gesehen? Hast du Gomer gesehen? Und der Mann wird rot. Und er sagt zu ihm, hey, sorry, ich wusste nicht, dass sie noch deine Frau ist. Und Hosea kann es nicht fassen und er lässt sich den Weg zeigen und er geht zu diesem Bordell, wo offensichtlich seine Frau wieder anschaffen geht. Und Gott hat ihm vorher eine krasse Sache gesagt. Er hat zu Hosea gesagt, Hosea, ich möchte, dass du gehst und dass du deine Frau suchst. Ich möchte, dass du gehst und dass du deine Frau wieder kaufst, obwohl es deine Frau ist. Und Hosea hat es alles gekostet. Aber da war diese Liebe in ihm, die ihn sogar in die dreckigsten Gassen seiner Stadt geführt hat, auf der Suche nach seiner geliebten Frau. Ihm war alles möglich. Ihm war alles recht, um seine Frau wiederzubekommen. Und er geht in dieses Bordell und er findet seine Frau. Und er beginnt mit dem Zuhälter zu verhandeln. Er beginnt zu verhandeln. Er gibt am Ende diesem Zuhälter 15 Silberstücke, um seine Frau wieder freizukaufen, die er eigentlich niemals freikaufen müsste, weil sie seine Frau ist. Und er geht zu ihr, geht in ihr Zimmer und er schaut sie an, zerbrochen im Herzen. Und er sagt, hey Gomer, ich will, dass du mit mir nach Hause kommst. Komm nach Hause. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst und du sollst bei mir bleiben und ich will bei dir bleiben. Könnt ihr nachlesen in Hosea. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Viele Bibelausleger sind sich einig darüber, dass sie sagen, diese Geschichte ist eine Geschichte, die am krassesten veranschaulicht, wie radikal, wie gewagt, wie reckless Gottes Liebe für dich und für mich ist. Weil wisst ihr was, Hosea, der Name Hosea heißt Retter. Und genau das, was dieser Gomer widerfahren ist,
ist uns widerfahren, kann dir widerfahren. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gott ist, aber was ich weiß, ist, dass es einen Gott gibt. Und dass dieser Gott dich unendlich liebt. Dass dieser Gott dich verrückt liebt. Dass dieser Gott bereit war, in die dreckigsten Gassen dieser Welt zu gehen. Dass dieser Gott bereit war, seine Arme auf dem schmutzigen Kreuz auszubreiten für deinen Mist. Es ist egal, was du getan hast. Hey, Goma war eine Bitch, aber das ist völlig egal. Hoseas Liebe war nicht davon abhängig, was sie tut, sondern wer sie ist. Und sie war kostbar in seinen Augen. Er hat sie geliebt, über die Maßen geliebt, 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 egal was sie tat. Und das ist diese gewagte, rücksichtslose Liebe, von der wir heute den ganzen Abend singen für dich, die Gott für dich hat. Diese verrückte Liebe, und ich würde dir sagen, hey, es ist egal, was du tust. Es ist egal, es ist nicht egal, aber es definiert nicht deinen Wert und Gottes Liebe ist nicht davon abhängig. Dieser Gott liebt dich unendlich. Und er ist bereit, dir 1000 Schritte entgegenzulaufen. Er ist dir bereits 1000 Schritte entgegengelaufen, als er am Kreuz für dich, für meinen Mist und für deinen Mist sein Leben ließ. Er ist dieser Hosea, dieser angesehene Typ, der es nicht nötig gehabt hätte. Er ist dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der so groß ist, dass er mit einer Handspanne das ganze Universum misst. Er ist dieser Typ. Dieser große Gott, der auf dich guckt und der dir seine Liebe schenkt, ganz ohne Gegenleistung, ganz ohne Gegenleistung, weil er die Liebe selbst ist. Er ist nicht nur ab und an liebevoll, so wie du und ich ab und an liebevoll sind, sondern er ist die Liebe selbst. 1. Johannes 4, er ist die Liebe selbst. Und genau deswegen existieren wir überhaupt erst. Wir existieren, weil alles für ihn und durch ihn erschaffen ist. Und wenn er die Liebe ist, sind wir für seine Liebe erschaffen. Und wir sind durch seine Liebe erschaffen. Deine Grundbestimmung, meine Grundbestimmung ist es, in dieser Liebe zu leben, in dieser Gegenwart Gottes zu leben. Und es immer wieder auszustrecken nach dieser Gegenwart Gottes, nach dieser Liebe, die so bedingungslos ist. Es gibt keine Sünde der Welt, die dich trennen kann von dieser Liebe. Es gibt keinen Ort dieser Welt, der dich trennen kann von dieser Liebe. Du bist geliebt, bedingungslos geliebt. Und es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Es ist Zeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es ist Zeit, deine Bestimmung zu finden und zu sagen, Jesus, ich will in dieser Bestimmung leben. Ich will diese Liebe erfahren, nicht nur ab und an auf irgendeinem Scheinkonzert, nicht nur ab und an bei einer Worship Night von der Outbreak Band, sondern immer jeden Tag. Ich will anfangen, in deiner Gegenwart zu leben. Ich will dich suchen, jeden Tag. Ich will diese Grundbestimmung meines Lebens. Ich will deine Idee für mein Leben, nämlich in deiner Gegenwart zu leben. Deine Liebe zu bekommen, deine Liebe anzunehmen. Ich will diese Idee für mein Leben leben. Ich erwidere deine reckless love mit meiner reckless love. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und wisst ihr was? Ich bin gleich am Ende. Das ist die Grundidee von Shine. Okay, Shine ist die Schülerarbeit von Campus für Christus. Wir träumen davon, dass Schüler in ganz Europa aufstehen und beginnen, diese Liebe, diese reckless love zu reflektieren in ihr Umfeld hinein. Und Schritt 1 ist, du musst verstehen, okay? Du musst Gottes Liebe für dich verstehen und du musst diese Gottes Liebe für dich annehmen. Du darfst sie annehmen, weil es gibt kein größeres Privileg als seine Liebe auf diesem Planeten. Und erst wenn du das tust, okay? Erst wenn du das tust, wenn du dich bestrahlen lässt von Gottes Liebe, wenn du in seine offenen Arme läufst, ist es Zeit, nach Hause zu kommen. Erst wenn du das tust, wirst du beginnen, diese Liebe auch zu reflektieren. Das ist die Grundlage von allem, was wir tun. Herr, wir lieben es, wenn junge Menschen aufstehen und Gottes Liebe hinaus reflektieren. Wir lieben es, wenn junge Menschen aufstehen, weil sie erfahren haben, dass Gott sie bedingungslos liebt und diese Liebe weitergeben. Aber es kann erst passieren, wenn du dich bestrahlen lässt von seiner Liebe. Wenn du dich ausrichtest zu seiner Liebe hin, wenn du in deine Bestimmung reintrittst. Komm, wir stehen mal auf, da wo wir sind. Steh mal auf, steh mal auf. Komm, ich will noch kurz mit uns beten und dann steigen wir nochmal in den Song ein und beten Gott weiter an. Komm, schieß mal da deine Augen, wo du stehst. Schieß mal deine Augen, ich würde gerne für dich beten.
Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du bedingungslos liebst, dass du uns zuerst geliebt hast, Jesus. Wir danken dir, dass dir kein Weg zu weit war, dass dir kein Berg zu hoch war, um deine Liebe zu uns zu bringen. Kein Weg zu schwer. Danke, dass du am Kreuz deine Arme ausgebreitet hast für deinen Mist, für meinen Mist und für unseren Mist hier. Und für unsere Schuld gestorben bist. Diese Schuld, die uns eigentlich von deiner perfekten Liebe trennt. Aber du bist gegangen, du hast uns gesucht und du hast uns gefunden. Und dafür lieben wir dich, Jesus. Wir lieben dich. Und ich lade dich ein, wenn du deine Augen geschlossen hast und wenn du sagst, hey, ich will neu in diese Liebe Gottes reintreten. Ich will neu in die Bestimmung reintreten, die Gott für mich hat. Ich will beginnen, ein Leben in Gottes Gegenwart zu führen, ihn zu suchen, mich nach seiner Liebe auszustrecken. Ich breche heute mit den Lügen, die ich vielleicht begonnen habe, über mich selber auszusprechen, begonnen habe zu glauben, weil sie andere über mich aussprechen. Dinge wie, dass ich wertlos bin. Ich breche diesen Selbsthass, den ich habe, weil Gott mich liebt. Ich nehme diese Liebe an. Hey, ich lade dich ein, dass du, wenn du dich in irgendeiner Weise angesprochen fühlst, heb mal kurz deine Hand. Ich würde ganz gerne für dich beten. Komm, sei mal mutig. Heb mal deine Hand, wenn alle anderen ihre Augen geschlossen haben. Heb mal deine Hand. Bist du mal hoch. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke dir für die Hand, die hochgeht. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Und dass du jeden Einzelnen füllst mit deiner Liebe. Deine Liebe ist nicht exklusiv, sondern inklusiv für jeden Menschen da. Egal wie weit er weg ist von dir oder wie nah, du bist zu uns gekommen. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Amen.